herrlich, dieses Langlaufen an solchen Strecken. Ist mal gut, um mal wieder runterzukommen. Ich liebe das. Sind schon die ersten guten Hochwassermarken aus Klopapier wieder zu sehen. Das heißt, die Regenrückhalte oder Kanalisationsüberlaufbecken schlagen gut ab. Der Bach liegt mittlerweile auch schon so tief unten, dass dem wahrscheinlich auch mit dem Pumpwerk mal wieder auf die Sprünge bzw. auf die Höhe geworfen werden muss. DJ Deep Bass. Bass, wie auch immer. Sagt er was von einem Pumpwerk noch, einen zweiten, außer dem an der Bordeler Heide. Da wird ja nicht der Bach gehoben, da wird nur Wasser in den Bach gehoben, weil das Gelände um den Bach drumherum schon so tief abgesunken war. Ja. Da vorne sieht es wieder interessant aus. Da tut sich wieder was. Sein ganz eigenes Refugium geschaffen mit Schaukel. Alter Polstergarnitur, kleinem Dach. Ja, wenn ich obdachlos wäre, ich würde glaube ich auch hier sowas wie in der Art mit zusammenschustern und hoffen, dass nicht irgendwelche Arschgeigen hier langlatschen, so wie ich jetzt. Aber entweder pennt er irgendwo noch so einen Rausch aus oder schon unterwegs. Kriegt also gar nicht groß mit. Oh. Was ist richtig hier? Schönes Waldgebiet. Oh, schon dreiviertel Stunde rum. Meine Gott, die Zeit vergeht. Aber noch habe ich hier nicht genug. Ich will noch weiter. Dann wird das jetzt eben das Rekordvideo. Egal. Das fing so harmlos an mit dem Karp-Eisenmannsbach.
So, hinten auch wieder einer mit Hund. Da steht das Tor offen. Schön hier. Ach, jetzt wollte ich darüber latschen. Das ist schön. Und Ultraviolence. Absperrungsgitter hingemacht. Aber das ist doof. Die andere Seite kann man lang gehen. Jetzt guckt euch das mal an hier. Ist aber jetzt keine Chance. Das zahlt nichts, ne? Autsch. Meine Fresse. Aber das ist ja mal wirklich richtig bescheuert hier. Mist! Kannst du niemals rüberspringen? Da unten war das. Kein Durchkommen. Mann! Boah, wie kommt man da vorne wieder rüber? Scheiße. Ach so, der Hundehalter kommt mir entgegen. Das heißt. Das heißt, der Hundehalter, der Gastgeber. Ah, das heißt natürlich, ich mache mir hier einen Kopf hier, wer weiß was. Dabei kann man einfach da rumlatschen. Mann. Also war das doch schon der Goldhammerbach. Was ich vorhin noch mal überlegen war, kam mir so schnell und kurz vor. Das quasi einer der Quellarme des Hüllerbaches. Glaube ich noch ein Sohlabsturz. Es gurgelt ein wenig. Steht auch das Tor wieder offen da vorne.
Nee, kein Solabsturz. Hat sich nur was im Bach verkantet. Hier ist auch offen, seht ihr. So, ich könnte jetzt einfach hierher gehen. Sehr einfach. Aber naja, wisst ihr Bescheid, ne? Das ist jetzt mal eine Überraschung, ne? Ja, also hier wird bald ordentlich was los sein. Was die Fauna angeht. Das ist ja, viel besser geht's ja gar nicht mehr.
das ist. Meter 5, 6, 7. Mhm. Also die können das hier zumachen, sperren. Ja, das linke ist zu. Das rechte kann man auch runterfahren, dann wird hier alles überflutet. Beziehungsweise das Hochwasser zurückzuhalten. Schön hoch. Köbels. Na komm. Ich kann ja jetzt hier nicht aufhören. Schon wieder Düker. Erinnert mich so ein bisschen an den Alten, den Castro. Sieht auch verdächtig aus. Da kam auch mal die Kanalisation raus. Alles voller Fische. Ja.
schöner alter Tunnel. Schön noch gemauert. Ups. So, ich glaube, jetzt kommt das Ende für heute, für hier. Einmündung eines ehemaligen. Aber ein bisschen fließt noch eines Nebenbaches. Und jetzt kommt hier weiteres Regenrückhaltebecken. Jo. Nee. Geht nicht. Muss weitermachen. Ach, ist noch eine Betonschale hier, eine Betonsohle. Ach, ist das schön. Also hier hätte die Köttelbecke früher auch keinen gestört, ne? Also, wer ist hier? Hier ist niemand. Vögel haben durch diese Böschungen und diesen Einschnitt mit der Bepflanzung optimale Einflugschneisen gehabt. Die konnten sich hier austoben und hatten hier einen Ruheraum. Ja, die Köttelbecke floss hier lang, aber ganz ehrlich, wen hat es interessiert? Guckt euch das an hier. Oh, Fische ohne Ende. Kleine Stichlinge, ne? Ist klar. Thank you.
Mann, ey. Oh, jetzt wird's tief. Shit. Oh nee, ne, nicht das letzte Stückchen jetzt noch. Oh. Scheiße. Nein. Nein, dann geht das recht nicht. Ja, schade. Das ist dann jetzt. Oh, ach, 1:11. Okay. ja. Macht's gut, macht's gut. Ich muss mal irgendwie hier rauskommen.